Erzähl mal, was hindert dich aktuell daran, jeden Tag besser zu werden? Weil, du musst dir die Frage stellen, wenn du jeden Tag gleich bleibst, so wie du schon jetzt aktuell bist, oder aber du wirst schlechter als den Tag davor oder als die letzte Woche oder wann auch immer du jetzt zeitlich das eingrenzen möchtest, dann hast du dadurch, wenn du nur gleich bleibst oder schlechter, Nachteile im ganzen Leben, im ganzen Dasein. Die Besonderheit ist aber, wenn du dich darauf konzentrierst und darauf besinnst, jeden Tag besser zu werden als heute, als gestern, als letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr, dann hat das nur Vorteile. Und das Schöne ist, du wirst irgendwann mal herausfinden, was dir das persönlich gebracht hat, jeden Tag besser zu werden. Weil du musst dich mit den Dingen nicht mehr auseinandersetzen, die du schon zuvor gemacht hast. Weil die hast du schon auf deiner Habenseite. Und das ganz Besondere ist, irgendwann wird das für dich ganz normal und du sagst dir, das ist richtig schön, weil du präsent bist mit den Dingen, die du dir schon angeschaufelt hast, die du schon kannst. Und diese Grundvoraussetzung, dieses Grundrauschen, was da irgendwann mal kommt bei dir, existent wird, das lädt gerade dazu ein, jeden Tag die Möglichkeiten wahrzumachen, die dir noch morgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr bevorstehen. Und dann wirst du irgendwann mal für dich herausfinden, was du da überhaupt vollbracht hast. Weil jeden Tag kannst du besser werden und das hat, wie ich dir gerade schon gesagt habe, nur Vorteile. Und da solltest du jeden Tag ansetzen und zum Zuge kommen, damit du ganz genau weißt, ich kann nur besser werden, besser als alle anderen. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. In diesem Sinne, denk daran und bis dann.